Bei der Ankunft auf dem Marktplatz treffen wir an der Bühne Bürgermeister Rico Schmidt. Eigentlich gehört Sonnenschein zum Stadtfest, meint er. Ganz selten so ein Wetter wie heute. Doch was das Fest wirklich so attraktiv macht, das ist zum Glück nicht nur vom Wetter abhängig. Also der Anziehungspunkt sind immer diese Highlights. Entweder haben wir diesen NWA-Städtewettbewerb oder den längsten Biertisch, den wir auch in Ohrdorf aktuell als Rekordhalter haben. In diesem Jahr wieder der NWA-Städtewettbewerb. Und wir haben immer ein richtig tolles Programm für Jung und Alt. Und deshalb haben wir viele Besucher, nicht nur aus Ohrdorf, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden. Und selbst das Wetter, was wir heute haben, wird, sag ich mal, unseren Stadtfest nicht beeinträchtigen. Wie Sie schon sagen, es sind sehr, sehr viele Gäste und Besucher hier. Und die scharten sich zum Großteil um die Bühne, auf der der Städtewettbewerb ausgetragen wurde. Unter dem Motto Vorweggehen und Gutes tun radelten die Ohrdorfer von 12 bis 18 Uhr für einen guten Zweck. Ja, der Städtewettbewerb, wir sind seit einigen Jahren hier als fester Partner im Vogtland bei der NWA Städtewettbewerb damit bei. Wir freuen uns, dass wir es wieder bekommen haben als einzige vogtländische Kommune in diesem Jahr. Und hier geht es darum, dass die Erwachsenen und die Kinder jeweils auf dem separaten Fahrrad so viel wie möglich Kilometer erradeln. Zum Zeitpunkt dieses Interviews war Rico Schmidt noch relativ bescheiden. Unter den ersten 10 ist unser Ziel in diesem Jahr. Voriges Jahr waren wir Zweiter. Wäre natürlich schön, wenn wir auch wieder in den Bereich kommen würden, um so viel wie möglich Geld für einen Ohrdorfer Verein zu erradeln. Inzwischen weiß es jeder. Auch in diesem Jahr kämpfen sich die Ohrdorfer bis, ja fast, bis ganz nach oben. Die 186 Teilnehmer gaben alles an diesem Samstagnachmittag. Angefeuert von den Festbesuchern und dem Team von NWA erstrampelten sie sage und schreibe 306 Kilometer. Das Finale gegen 18 Uhr war spannend und das Ergebnis knapp. Es reichte nicht ganz für den ersten Platz. Frauenstein war ein Hauch besser. Doch am Ende war es ein großer Erfolg, denn für jeden Kilometer gibt es mindestens 4 Euro. Dazu kommen noch einmal 300 Euro für die richtige Beantwortung der Energiesparfragen. Alle drei Antworten richtig, 300 Euro extra. Alles in allem ca. 9.000 Euro. Die werden in eine Flutlichtanlage im Stadion an der Elsterstraße investiert. Doch nicht nur der Städtewettbewerb zog viele Besucher in den Bann. Auch das Programm im Festzelt konnte sich sehen lassen. Johanna, nicht nur den Ohrdorfern bekannt, sang von ja, Licht und Wärme. Daran mangelte es an diesem 13. September. Aber zum Glück gibt es den Ohrdorfer Karnevalsverein. Für den gibt es sowieso nur zwei Jahreszeiten. Die schönste beginnt für den Verein dann, wenn es so richtig schmuddelig draußen wird. Am 11.11. Das ist bekannt. An diesem Samstagnachmittag trieben sie die Temperaturen und die Stimmung nach oben. Ob die Mädels von der Garde oder die kleinen Nachwuchshüpfer. Alle waren sie schön anzuschauen und man darf jetzt schon gespannt sein auf das Faschingsprogramm. Einige Indianer holten zu diesem Auftritt das erste Mal das Lasso raus und waren dementsprechend aufgeregt. Gemerkt hat's niemand. Die Trainerin hat ja auch ihr Bestes gegeben. Da wurden Handys und Kameras gezückt, denn so eine Premiere muss natürlich festgehalten werden. Das Programm war natürlich noch viel umfangreicher. Aber das können Sie sich dann selbst zu den Faschingsveranstaltungen ansehen. Doch auch draußen tat sich was. Der Deutsche Alpenverein Sektion Plauen lockte Mutige mit einem Kletterturm neben dem Rathaus an. Nicht weit davon entfernt hatten die Ohrdorfer Blasmusikanten einen Stand. Trinken Wein? Ja. So viel zum Klischee, Blasmusiker trinken nur Bier. Die schönsten Blasmusikerinnen im Stand hatten auch Herzhaftes zu bieten. Das Angebot an sich auf dem Markt war bunt. Und ja, zumindest für die Pflanzen und Blumen war das Wetter gut. Ist hier keiner Eis im Eiskaffee? Nein, wir sind schon fertig. Einige Hartgesottene ließen sich sogar ein Eis schmecken. Die Ohrdorfer sind eben hart im Nehmen. Hart im Nehmen waren auch in den vergangenen Jahren die Mannschaften im Tauziehen. Doch dieses Jahr musste man aus Sicherheitsgründen den Wettkampf ausfallen lassen. Ein nasses Seil flutscht eben schnell durch die Hände und Unfälle wollte man verständlicherweise nicht provozieren.
Doch auch wenn es bedauerlich war, dass dieses Highlight dem Regen zum Opfer fiel, es gab dennoch Gaudi. Dafür sorgte die Adorfer Feuerwehr. Die Florian Zünger sind ja bekanntermaßen wasserfest. Vor dem Feuerwehrdepot zeigten 12 Adorfer und 2 Kameraden aus Freiberg eindrucksvoll, wie man vor 100 Jahren einen Brand bekämpfte. Mehr noch als heute war damals körperlicher Einsatz gefragt. Viel mehr Feuerwehrleute als heute waren damals nötig, um Herr der Lage zu werden. Die Handdruckspritze funktioniert, wie man sieht, noch einwandfrei. Zucht, Ordnung und militärischer Befehlston herrschte damals. Doch nicht immer war der Kampf gegen die Flammen erfolgreich. Hier war wohl nichts mehr zu retten. Für die Kameraden und die Zuschauer war es auf jeden Fall ein Mordspaß. Woher in diesem Moment das Wasser kam, war völlig egal. Insgesamt gesehen kann man sagen, die Adorfer haben den Regen getrotzt und im kommenden Jahr gibt es deshalb sicher wieder ein Stadtfest mit Sonne. Und wer weiß, vielleicht auch einen kompletten Sieg.